Hallo zusammen und herzlich willkommen in Singularity. Es ist ein Spiel, was, glaube ich, 2010 rauskam. Ich hatte es mir auch kurz darauf gekauft und natürlich gespielt. Ja, jetzt ist 2017, fast 2018 und ich habe seitdem nicht mehr reingespielt. Habe damals viele Fotos in-game geschossen. Und würde jetzt gerne das Spiel nochmal mit euch zusammen spielen. Und ja, wir legen einfach mal los. Die Grafikeinstellungen habe ich aufs Maximum gesetzt, das was das Spiel halt hergibt. Und hat halt mal reingespielt, um zu schauen, wie die Grafik jetzt ausschaut. Ja, ist jetzt nicht wesentlich besser geworden, wie es war. Spielauswahl, neues Spiel beginnen. Ja, wir spielen natürlich normal. Und dann schauen wir rein. Gibt natürlich auch Einleitung. 1945. Die Sowjetunion baut weiterhin ihren militärischen und politischen Einfluss aus. Sowjetrussland hat eine Schlüsselposition inne und bestimmt die Zukunft der Welt. Aber die Vereinigten Staaten kennen das Geheimnis der Atomkraft. Mr. Truman erklärt, dass wir die atomare Kontrolle haben müssen. Die Flaggen der Freiheit wehen in aller Welt. Diese Überlegenheit soll jedoch von kurzer Dauer sein, da Stalin an einem eigenen Plan arbeitet. Bei der Suche nach Uran auf einer kleinen Insel an der Südostküste der Sowjetunion entdecken russische Ingenieure E-99, eine mächtige und beispiellose Energiequelle. Stalin sieht eine Gelegenheit zur Weltherrschaft darin und genehmigt unbegrenzte Forschungsmittel, um die Kapazitäten der Substanz zu erforschen. Der Projektleiter Viktor Barisow errichtet eine Inselforschungsstation, Katorga 12. Für seine bahnbrechenden Forschungen erhält er den Lenin-Orden. Als Nikita Khrushchev Stalins Nachfolger wird, beschleunigt er das Programm und drängt Barisow mit Tests zu beginnen. Aber E-99 ist nicht nur eine unvorstellbare Energiequelle, es ist unglaublich flüchtig. Sind keine Überlebenden des Desasters bekannt. Moskau begrub die Anlage und radierte sie effektiv von den Karten aus. 2010 fällt das Bild eines US-Spionagesatelliten über dem Gebiet wegen hoher Radioaktivität aus. Aus Angst vor einem zweiten Tschernobyl und vor Moskaus Verschwiegenheit befiehlt das Pentagon eine Aufklärungsmission über Katorga 12. Zwischenfall riskieren und uns reinschicken. Laut Aufklärung ist dieser Fleck seit 50 Jahren verlassen, aber ihr wisst ja, was man über die Militäraufklärung sagt. Also haltet die Augen auf. Team Sparta, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Titan 1. Siehst du das? Sparta 2-1, Sparta 2-1, wir registrieren eine Strahlungsspitze auf Ihrem Vektor. Ach, Scheiße, das ist ein EMP! So, hallo zusammen, da sind wir wieder. Also, ja. Oh. Also uns sind die Fetzen um die Ohren geflogen, unsere Hubschrauber sind abgestürzt, der Kollege ist irgendwo ins Wasser gefallen. Müssen wir mal schauen. Der Rest ist der Rest vom Hubschrauber. Da haben wir schon die ersten.
also stürzt euch nicht an der Grafik. Dann habt ihr wirklich sehr viel Spaß in dem Spiel, kann man da gut erinnern. Ach, und der Hubschrauber ist halt kaputt. Also auszudrücken. Oder? Ein Toter. Scheint schon längere Zeit hier zu liegen. Kurz in die Optionen gucken. Entschuldigt, dass ich kurz da wieder rausreiß. Ah, man kann Mausrad 3 aufsetzen. Dann werden wir das mal schauen. Dann ich auch gepasst. Naja, gut. Hier ist Devlin 4-1! Wir sind getroffen, verdammt! Wiederhole, sind getroffen! Hier, Titan 1. Wie ist Ihr Status, Captain? Ausgeschaltet. Der Heli ist unten und wir sind verstreut. Ich weiß noch nicht, wie viele Verluste. Over. Der Satellit hat Sie etwa 30 Klicks südlich eines Funkturms. Schaffen Sie Ihr Team dorthin, Captain. Wir holen Sie da raus. Verstanden, Sir. Team Sparta, wenn ihr mich hört. Frequenz wechseln auf Tech 3. Wir sehen uns am Treffpunkt. Okay, also unser Erste-Hilfe-Päckchen etc. haben wir halt auch. Katorga 12. Das kann ich nicht lesen. Also, das Englische schon, aber... Okay, Wandschilder. Und aus, der hat aber auch... Das finde ich immer eigenartig in Spielen, in so Verbandspäckchen. Ist doch hier mit Sicherheit gleich Action. Das hat mir damals schon gefallen und das gefällt mir heute wieder. Alles werde ich nicht lesen. Ich werde mich einfach so durchs Spiel mogeln. Ohne zu lesen. Ah ja. Der Zustrom neuer Wissenschaftler und Techniker nach Katorga 12 ist auf nahezu Null zurückgegangen. Gerüchten zufolge könnte Dr. Barisov der neue Leiter von Katorga 12 werden, aber ich weiß nicht, ist ein kostbares Element, das man nur auf Katorga 12 findet. Hier wird es in einer Tiefe von über einem Kilometer abgebaut. Überall Propaganda. Schränke hier, alles stehen. Ah ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das ist wie so eine Map von der ganzen Insel. Nach Bauabschluss wird der Turm der Sitz des Barisov-Reaktors. Dieses wirkungsvolle Gebäude. In der Verarbeitungsanlage wird das E99-Erz gereinigt und angereichert. Die Sicherheitsstufe ist sehr hoch, um die Bevölkerung vor möglicher Radioaktivität zu schützen. Bahnlinie, Forschungslabor. Sie sind hier. Zum Dorfbereich gehören die zivilen Docks, an denen das Personal auf Katorga 12 ankommt. Es ist die Heimat vieler Bewohner der Insel und es gibt eine Schule, die das Beste an russischer Ausbildung bietet. Da sieht man es mal wieder. Russische Technik, ne? 50 Jahre und sie läuft immer. Gestochenscharfes Bild. Die Insel nicht angelaufen. Die Bedrohung auf dem Westen ist stets präsent. Und hier auf der isolierten Insel Katorga 12 bekämpfen wir sie. Die ruhmvolle Arbeit, die wir hier leisten, wird die Welt verändern und unsere Lebensweise vor den Aggressoren schützen. Sowjetische Wissenschaftler haben die Antwort auf unsere Hoffnungen und Träume entdeckt. Das Element E99. E99 ist ein seltenes Element, das es nur auf Katorga 12 gibt.
Es gibt hier auf Katorga 12 viele Möglichkeiten, Mütterchen Russland zu helfen. Ihre Familie wird auf der Insel ein gutes Leben haben. Ihre Kinder werden in der Schule die beste russische Ausbildung erfahren. Wissenschaftliche Forschung ist die größte Abteilung auf der Insel. Sie verbessert Ackerbau, Industrie, Medizin und das Militär. Die Verarbeitung von E99 ist ein wichtiger Teil der Inselfunktion. Metall, Gas und andere Formen von E99 werden für den täglichen Einsatz hergestellt. Die Propaganda tue ich hier einfach mal jetzt überspringen. Wenn ihr wie durch ein Wunder noch lebt und das ihr hört, Treffpunkt ist der Funkturm, den wir vor dem Absturz passierten. Das Rettungsteam holt uns dort ab, also Beeilung! Alles klar. Ich liebe es hier in solchen Spielen zu erkunden. Oh, macht ja Lärm. Ich muss noch mal ganz kurz in die Option, ich muss das abändern. Das stört mich. Ich hätte das vielleicht vorher machen sollen. Entschuldigt bitte. Das stört mich jetzt wirklich. Jetzt muss ich hier mal. Hilfe! Hilfe! Um Gottes Willen! Lass mich doch raus! Eine von solchen Erinnerungen. Ich schätze mal, wir müssen in diese Richtung. Wow, das sah nicht gesund aus. Renko, stopp! Der Mitchell darf nicht! Hoppala. Komme ich nicht hin und ich habe gerade jemanden. Wow! Scheiße, da. Okay, da geht's noch nicht lang. Oh, da sind noch mehr. Demichev, was ist passiert? Was tun Sie denn? Was ich tue? Nichts. Ich bin fast hier drin gestorben. Zum Glück hat er mich gerettet. Ich bin... Hast du gesehen? Da stand nämlich gerade noch Joseph Stalin. Steht hier... zu Nikolai, gerade gerettet haben. Die Geschichte hat sich geändert. Und auch hier, das hat sich geändert hier. Das sieht anders aus, das ist anders kaputt. Da ist die Tür zu, die gerade hergekommen sind.
Da hinten geht's vielleicht lang. Der Zustrom neuer Wissenschaftler und Techniker hat sich verzehnfacht, seit Dr. Demitschew nach Moskau gegangen ist. Seine Präsentation unserer Arbeit muss sehr erfolgreich gewesen sein. Es werden weitere Anlagen erbaut. E99, so sieht das aus, okay. Eingesammelt. Ah, es gibt Autospeichern, okay. An wie Musik. Was ist das? Oh, noch mehr von dem Zeug. Da ist ja der Stalin wieder. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, also fasse ich mich kurz. Hunderte Menschen sind tot. Aber die sich ausbreitende Strahlung hat auch Auswirkungen. Sie verwandelt Menschen in brutale Monster. Sie fressen Menschenfleisch. Ich muss hier weg, ehe sie mich finden. Titan 1, bitte melden! Verdammt nochmal, wieso meldet sich keiner? Melden Sie sich und sagen Sie mir, dass das hier nicht normal ist, denn ich drehe hier gerade offiziell durch! Ich werde noch reif für die Klapse hier. Ich weiß es, verdammt! Augen geradeaus. An den Befehl halten. Weiter bis zu diesem Funkturm. Wenn jemand diese Aufnahme findet, bitte. Unsere Kinder verstecken sich in einem Raum oben bei der Treppe. Sie haben nur begrenzt Nahrung und Wasser. 50 Jahre ist es her, hallo? Ich hoffe. Ja. Hebe auf! Okay, Einzelschuss. Kommt 22 Schuss. Ah, da liegt noch was. Gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Schon wieder so eine Zeitschleife hier oder so was. Boah. Was ist das? Dieses Monster hat wohl. Was? Ich hoffe, wir lernen heute neue Freunde kennen. Ja. Ich glaube nicht, dass du da neue Freunde hast kennengelernt. Wow, 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 wow. Boah, hab ich mir jetzt erschrocken. Überhaupt nicht gut aus. Überhaupt nicht. Okay, wir müssen aufpassen hier. Die Kameraperspektive finde ich interessant. Zu entfolgen. Gar nicht sterben, oder?
Stückchen rausgeschossen, die Arme. So. Okay, wir haben wieder ein paar Schuss, aber... Boah, das waren erst zwei, die hat man gar nicht richtig... Das ist einer von meinen Leuten hier. Scheiße. Ach, hier was. Seiten 1, wenn Sie mich hören, ich bin in einer Art Schulgebäude und da ist ein Kerl. Heilige Mutter Gottes! Ja, das ist, glaube ich, kein Kerl. Wir sind bei der Schule. Was ist hier los? Was gelaufen. Was kann man mit diesem E99 machen? Jedes Mal schießen? Okay, ganz blöd. Apropos, wie kann man das nehmen? Haben wir hier ein Inventar oder sowas? Ich hab's vergessen. Sprint. Schwer. Erste Hilfe. Ah. Aha, aha, aha. Ja. Können wir auf H lassen. Das ist schon. Ich kann übrigens die Waffe nicht nachladen. Denkt man, der ist tot? Das ist die Tür zugegangen. Hast du es gesehen? Denkt man, der ist tot und dann. Ist doch nicht tot. Ist, wenn man hier was trinken tut. Das ist nicht richtig. Das ist sehr witzig. Hilfe! Da sind die nicht gestorben. Da waren Sirenen und dann gab es eine Explosion. Da war geschrien und ich auf dem Klassenzimmer gehen. Die Schüler müssen stets wachsam sein und die Notfalltestprozeduren beherrschen. Propaganda. So ist das halt gewesen. Mal rum. Büro. Das mit dem Morgen hat sich, glaube ich, erledigt, weil 50 Jahre später und so. Was? Ja, man kann doch noch. Man muss E benutzen statt R. Hier, das ist die Tür, wenn man die zumacht. Ich habe immer gerne den Rücken frei. Ja, das sieht aus wie die Kantine.
interessant, wie sie Sound einspielen. Hier, warum? Vor allem auf Englisch, wir sind ja in einem russischen Dingens, ne? Und da steht auf Englisch drauf Milch. Mal so ein paar große und mal kleine. Schriftlich, muss ich sagen, ja? Ist da dem Buchtopf? Scheint doch, wir versuchen die Arme zu treffen oder den Kopf. In dem Fall ist der Arm weggeflogen, der liegt hier. Schauen wir mal. Mal nach oben.